Grüezi, ich heiße Judith Hauer-Hess, bin Schweizerin und lebe mit meiner Familie in Luzern. Vor circa 10 Jahren besuchte ich einen Vortrag eines Mannes namens Geshe Michael Roach. Er ist Amerikaner und hat als erster westlicher Mensch 25 Jahre seines Lebens in einem buddhistischen Kloster verbracht. Und die höchste Ausbildung, die man in dieser Tradition erreichen kann, abgeschlossen. Die Ausbildung zum Geshe, vergleichbar hier im Westen mit dem Titel eines Professors. An diesem Abend erzählte er aus seinem Leben und gewährte erste Einblicke in diese Philosophie, deren Weltbild und Meditation. Dieser Vortrag hat sehr vieles in meinem Leben verändert und ich habe dadurch Antworten gefunden. Antworten aus einer Linie, die 2500 Jahre alt ist. Antworten, die universell sind. Antworten zum Beispiel auf die Frage, wieso meditieren wir eigentlich? Seit dieser Zeit habe ich eine Ausbildung in dieser Tradition bzw. Philosophie, habe eine fundierte Ausbildung in Meditation und meditiere seit vielen Jahren täglich. Meditation kennt in unserer westlichen Kultur keine Tradition, ist aber in letzter Zeit sehr en vogue geworden. Man liest von Managern, Sportlern und Schauspielern, die regelmäßig meditieren. Ich frage öfters Menschen, die mir erzählen, dass sie meditieren, was sie denn eigentlich mit ihrem Geist während der Meditation genau machen. Da höre ich zum Beispiel die Antwort, ja, ich atme oder ich versuche an nichts zu denken. Die Frage ist jetzt, was nützt uns das? Können wir überhaupt nichts denken? Ist es nicht die Aufgabe unseres Geistes zu denken? Wie funktioniert eigentlich unser Geist und was macht er genau? Ich freute mich sehr, als mich Bernd Gebert angefragt hat, ob ich einen Kurs in Meditation geben möchte. Gerne habe ich zugesagt, gerade auch wegen der Zielgruppe dieses Kurses. Denn ich stamme sozusagen aus einer Lehrerfamilie. Mein Großvater, meine 3 Schwestern und ein Schwager sind alle Lehrer und jetzt ist auch noch einer unserer Söhne in Ausbildung zum Lehrer. Ich habe eine eigene Praxis als psychologische Beraterin und Coach und arbeite unter anderem an einer Schule und berate dort Schüler, Eltern und Lehrer. Daher weiß ich, was es heißt, Lehrerin zu sein und wie anspruchsvoll es sein kann, all den verschiedenen Herausforderungen gerecht zu werden. Wenn man dann von einer schwierigen Klasse steht oder bei einem Elterngespräch, ist unser Geist gefragt oder ungefragt immer mit dabei. Er regt sich auf oder gerade ab, ist nervös und ungeduldig, könnte aus der Haut fahren, denkt immer wieder über das Gleiche nach. Die Beispiele sind unzählig. In vielen Fällen tut er einfach nicht das, was wir gerade in herausfordernden Situationen von ihm hätten. Dass er ruhig, geduldig und gelassen bleibt und wir jede beliebige Situation in unserem Leben im Griff haben. Da wir eigentlich gar nicht wissen, wie unser Geist funktioniert, ist es etwas unglaublich Kostbares, unseren Geist kennenzulernen und zu erfahren, was Meditieren bedeutet. Wir können unseren Geist mit einem Musikinstrument vergleichen und wir erfahren in dieser Reihe, wie wir darauf spielen können. Wir lernen verschiedene Meditationen kennen und ich werde Meditationen anleiten, die man dann selber ausprobieren kann. Ich möchte jeden von euch, der sich das jetzt gerade anhört, sehr persönlich dazu einladen, sich vielleicht auf Überraschendes, ganz und gar Neues und vielleicht sogar Ungeahntes einzulassen. Die Serie trägt den Titel «Was haben eigentlich Schweizer Bergseen und wilde Tiere mit Meditation zu tun?» Die Reihe ist in 5 Teile gegliedert. Ich freue mich darauf.
und auch auf dich.